Hallo und willkommen zu meinem Vlog über Plattencover, die besonders gelungen sind. Heute fangen wir an mit dem Thema Frauen, die Instrumente spielen können. Wir haben heute ein Doppelfeature. Wir fangen an mit diesen beiden Damen, die hier Trillerpfeife spielen. Muss eine grandiose Platte sein, auch schon wegen dem Silberblick. Hammer. Wir haben noch ein Talent. Multitalent sozusagen, die Dame spielt nicht nur Bongo mit großer Überzeugung, sondern kann auch Rasso spielen. Damit sind wir am Ende von Teil 1. Wir kommen noch zu der Frage, darf man Plattencover aus den 80er Jahren dissen? Nein, darf man nicht, machen wir auch nicht. Tschüss!